Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Pax. Ich habe wieder mal Ewigkeit nicht gespielt. Ich habe immer, ja, eigentlich wochenlang keine Zeit, Strich Lust. Also manchmal habe ich halt Lust, dann aber halt keine Zeit, oder ich habe halt Zeit, aber keine Lust. Und dadurch kommt es dazu, dass ich einfach mal wochenlang, das ist nicht betrieben, wochenlang gar nicht aufzeichne Witcher. Und dann, wenn ich mal wieder Zeit habe oder es mich packt, dann nehme ich wieder so viele Folgen auf einmal auf, dass das halt kein Stress ist. Also, ich meine, wenn ich 5 Folgen auf einmal aufnehme oder 6 Folgen, dann habe ich halt direkt 6 für 6 Tage aufgenommen. Das ist ja nicht wirklich schwierig. Und von daher, ja, klappt das bisher ganz gut, obwohl ich halt nicht jeden Tag zocke. Und jetzt ist es wieder so eigentlich merkwürdig, dass ich so lange nicht gespielt habe, weil wir sind ja gerade an einer super spannenden Stelle. Ich habe das auch nicht vergessen. Also es war nicht so, dass ich nicht gezockt habe und da ich dann irgendwann vergessen habe, ja, okay, es ist gerade interessant, sondern ich wusste das schon, aber irgendwie, naja, merkwürdig halt, wie es halt manchmal so ist, ne? Gut, dann weiter geht's mit dem Hauptquest. Was zum Teufel? Uralter Schutz vor unerwünschten Gästen. Der Entriegelungsmechanismus reagiert nur auf das Blut höherer Vampire. Eine gesicherte Vampirfestung voller trickreicher Fallen. Toussaint war euch anscheinend mal wichtig. Das wird es auch immer bleiben. Bei der Konjunktion hat sich das Tor aus unserer Welt in diesem Land geöffnet. Dies war der erste Ort. Das hier ist ein übler Ort. Der Tod liegt in der Luft. Ja. Hier haben viele Wesen hier. Die Glyphen sind in den Fels geschnitten. Sie waren mal mit Blut überzogen. Bedeuten sie was? Es sind Zeichen, Symbole für... Du würdest sie Stämme nennen. Nach der Konjunktion in der Welt verteilt. Meine Ahnen platzierten sie hier, um uns an... Oh, Stiefel sind schlechter, aber es ist ein Relikt. Es ist ein Relikt, das... einem Set angehört. Das Töten von Gegnern regeneriert die Vitalität mit jedem getragenen Set-Gegenstand um 1% der maximalen Vitalität. Zweifach gesockelt. Was haben wir gerade an? Ach ja, wir haben ja noch diese blöde Ritterrüstung an. Also das fällt mir jetzt erst auf. Deshalb bin ich komplett doof, anscheinend. Ich würde sagen, dann legen wir das mal ab. Oh krass. Ich sehe gerade, dass die Sachen, die wir gerade anhaben, sogar stärker sind. Die haben halt keine Sockel, ist halt gar nicht weiter drin, aber allein die Rüstung ist halt um 14 besser. Das andere sind einfach nur blöde Resistenzen, die man eigentlich auch nicht wirklich braucht. In den meisten Fällen. Deswegen spiele ich gerade... Zumindest bei den Stiefeln mit den Gedanken, die anzulassen. Hier haben wir jetzt schon einige Sachen. Aufschlitzenresistenz, kritischer Trefferbonus und kritischer Trefferchance. Das ist halt schon wichtiger als diese 14 Rüstungen. Deswegen nehmen wir das auf jeden Fall an. Ich denke, das hier können wir wirklich weglassen. So, dann haben wir die Handschuhe. Da haben wir auch wieder den kritischen Trefferbonus. Deswegen nehmen wir die auch rein. Und hier zerschmettern, kritischer Trefferbonus. Ja, sobald der kritische Trefferbonus drin ist, lohnt sich das auf jeden Fall. Auch wenn wir da ein bisschen schlechter dann dastehen von der Rüstung her. So, jetzt schauen wir mal. Die Stiefel sind immer noch... Achso, ja, wir haben ja die gleichen an. Die Schuhe sind sogar ein Tick besser. Kritischer Treffer fehlt halt, aber wir haben dann immerhin Z-Gegenstand. Das Töten von Gegnern regeneriert die Vitalität mit jedem getragenen Z-Gegenstand um 1% der maximalen Vitalität. Wir haben einen Set-Gegenstand. Resistenz gegen Schaden durch Monster ist halt auch nicht so schlecht, so allgemein, ne? Verbrennresistenz. Ich glaube, ich nehme die Hose. Stiefel. Da kann ich eigentlich auch fast die Stiefel anziehen, dann durch diesen Set-Bonus. Macht es dann, glaube ich, schon wieder Sinn. Das heißt, wir regenerieren jetzt um 2% unsere Energie, sobald wir einen Gegner töten. Das kann interessant sein. So, hier haben wir jetzt plus 15 bessere Rüstung.
95% Resistenz gegen Schaden durch Monster. Das ist halt echt nicht schlecht. 25%, das ist ein Viertel. Das heißt, wenn bei uns jemand 1000 Schaden machen würde, machen nur noch 750. Das ist halt schon nicht ganz schlecht. Und wie gesagt, wir kriegen halt diesen Bonus, ist auch dreifach gesockelt. Und sind wir mal ganz ehrlich, Alter, sieht die geil aus, die Rüstung. Ich liebe Schwarz. So, aber müssten wir jetzt nicht noch... Moment mal, wir haben jetzt 3 an. Tesa Mutner Rüstung. Neumund Handschuhe. Haben wir die Handschuhe davon? Ne, die haben wir nicht. Wo sind denn die Handschuhe? Wieso haben wir denn die Handschuhe nicht? Tesa Mutner Sterlschwert. Ah! Das Schwert ist auch ein Set-Gegenstand, logischerweise. Sonst kommen wir ja nicht auf 6. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ein Silberschwert, oder? Ah, das ist halt schon schlechter. Minus 7. Und wir haben halt die geile Iris. Oh, 75% kritischer Trefferbonus. Kritische Trefferchance ist erhöht. Bluten, betäuben. Aber allein für den Set-Spaß würde ich es halt schon gerne reinmachen. Weil... Das wäre halt einfach auch mal geil, ne? Einfach mal so ein Set komplett zu haben. Das wäre unser erstes. So, jetzt haben wir 4, ne? Genau, das heißt, uns fehlen noch die Handschuhe und wahrscheinlich das Silberschwert davon. Also ich gehe mal davon aus, dass es... Macht ja keinen Sinn. Was sollte es sonst noch für einen Set-Gegenstand geben? Müsste ja eigentlich das Silberschwert sein. Ich glaube nicht, dass die Armbrust ein Set-Gegenstand sein kann. Ja, aber ich glaube, solange wie ich das Set noch nicht voll habe, werde ich mir die Iris erstmal behalten. Achso, wie sah das Schwert jetzt aus? Gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, das sieht ganz geil aus. Ja, sieht's auch. Ja, aber solange wie ich das Set nicht habe, glaube ich, lasse ich erstmal die Iris. Ich hoffe, wir finden hier noch die Handschuhe. Ob ich die übersehen habe? Ich hoffe doch nicht. Vielleicht finde ich sie jetzt hier irgendwo noch. Käfigheilung und Freilandheilung im Vergleich. Da habt ihr euch ja eine nette kleine Bibliothek eingerichtet. In den letzten Jahrzehnten sind viele von unser zu der Ansicht gelangt, dass man weitaus effektiver und hochwertiges Menschenblut bekommt, wenn man statt Jagd auf Menschen zu machen, diese systematisch und kontrolliert züchten würde. Abseits der offensichtlichen Vorteile eines solchen Vorgehens, wie die Kontrolle über die Nahrungsmittel und die Möglichkeit, bestimmte Menschen miteinander zu kreuzen, um Abkömmlinge mit bestmöglichen Hämoglobin zu erhalten, liegt ein weiterer eindeutiger Vorteil der Menschenhaltung darin, dass Menschen in Gefangenschaft weniger aggressiv sind als in ihren natürlichen Umgebungen, also in Dörfern und Städten, und daher auch weniger Probleme bereiten. Es gibt verschiedene Ansätze für die Heilung von Menschen, von denen 2 in letzter Zeit am weitesten verbreitet sind. Die Käfighaltung und die Freilandhaltung. Diese Abhandlung beleuchtet die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser beiden Heilungsmethoden sowie die jeweils erforderlichen Maßnahmen. Zur Einführung sollen zunächst die grundlegenden Unterschiede zwischen beiden Methoden dargelegt werden. Bei der Käfighaltung, eine detaillierte Beschreibung findet sich in dem Buch Menschenhaltung und Pflege, werden mehrere männliche und weibliche Exemplare in einem geschlossenen, beengten Bereich gehalten, wo sie permanenten Zugang zu Luft, Nahrung und Wasser haben. Diese Zuchtform unterscheidet sich von der Freilandhaltung darin, dass es den Menschen nicht gestattet ist, den Zuchtbereich zu verlassen und dass sie ihr gesamtes Leben lang in Gefangenschaft verbringen. Bei der Freilandhaltung dagegen belässt man die Exemplare in ihrer natürlichen Umgebung oder erschafft eine Umgebung, die dieser natürlichen Umgebung nahekommt. Man erschafft also Dörfer, mehr dazu im Kapitel Menschen, Dörfer, Aufbau und Pflege einer Herde, und erzeugt dann eine psychologische oder physische Abhängigkeit von ihrem Besitzer. Die effektivste Methode, einen Menschen abhängig zu machen, sind die Garantie von Sicherheit und der permanente Zugang zu hochwertiger Nahrung. Dazu ist anzumerken, dass ein Mensch, der seinem Besitzer vertraut, keine Angst verspürt und sich nicht verteidigt, wenn sein Blut getrunken wird. Auf diese Weise wird die Produktion von Noradrenalin und Cortisol verringert, die den Geschmack des Blutes negativ beeinflussen. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass ein in Freilandhaltung domestizierter Mensch eine gewisse Vergnügung verspürt, wenn sein Besitzer von seinem Blut trinkt, vermutlich aus sexueller Erregung, was einen noch intensiveren Blutgeschmack bewirkt. Ich würde auf jeden Fall die Freilandhaltung nehmen. Klingt auch deutlich besser für die Menschen. Okay, ich will jetzt die... Auch wenn ich nicht mitgemacht habe. Ich will jetzt unbedingt die... Was bedeutet dieses Symbol? Es ist das Symbol der Tedet, die nach Osten über die blauen Berge gingen.
Ist auch geil, wie der Typ halt schon lange nicht mehr da ist und trotzdem sieht das für symbolisch gerade an. Und das hier? Ja. Von welchem Stamm ist es? Garasham. Mein Stamm und Detlefs. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben. Okay. Hä? Wieso leuchtet das jetzt wieder rot? Ich hab doch beide angeguckt, egal. Gut, ich will unbedingt die verdammten Handschuhe noch haben. Haben wir nämlich das erste und wahrscheinlich auch einzige Mal ein Set voll. Ach nee, Quatsch. Handschuhe. Nee, Moment mal. Ich brauche die Handschuhe und das Silberschwert. So war's. So, deswegen renne ich jetzt auch nochmal hoch, weil ich halt Angst habe, dass ich es einfach nur übersehen habe. Und so viel ist es ja nicht, was wir zurückgehen müssen. Und es wäre halt echt... Okay, ich glaube, wir könnten sogar dahin, wenn wir da jetzt hinspringen und alles. Aber ich glaube, da ist nichts anderes außer diese Pilze. Deswegen, nee, sinnlos. Ja, es wäre halt echt ärgerlich, wenn ich die jetzt einfach nicht... Es kann auch sein, dass die Sachen weiter unten sind, klar. Aber wie gesagt, nicht, dass wir dann... Nicht, dass wir dann das abschließen, diesen Bereich hier, und dann irgendwo durch eine Zwischensequenz woanders auftauchen. Deswegen will ich lieber... Ganz... Genau das hier alles untersuchen und mitnehmen. Okay, also wir haben es hier nicht übersehen. Ich hoffe, dass es weiter unten ist. Weil, wie gesagt, wäre einfach mal cool, so ein Set voll zu bekommen. Und ich würde es auch benutzen. Also ich würde damit rumlaufen, definitiv. So, ist da drüben noch irgendwas? Lohnt sich darüber zu gehen? Ich... Seht ihr am linken Bildschirmrand dieses rote Flackern? Ich weiß nicht, was es ist. Es ist weg, sobald ich... Jetzt taucht es auch nicht mehr auf, okay. So, da ist nichts mehr, ne? Nee. Ich gehe mal weiter. Sorry. Der ein oder andere ist vielleicht schon genervt. Wie lange das dauert? Zellen. Für wen? Ach, dieses Kapitel unserer Geschichte ist wahrlich kein Ruhmesblatt. Ich will die Dämonen der Vergangenheit lieber nicht beschwören, wenn es dir nichts ausmacht. Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garasham. Mein Stamm und ja, ich weiß, okay. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben. Zu wem gehört dieses Zeichen? Amurun. Sie sind über das Meer gezogen. Okay, das ist die Hand, oder? Von da drüben. Ja, okay. Kennen wir schon. Zu wem gehört dieses Zeichen? Amurun. Oh. Sie sind über das Meer gezogen. Wenn halt nur die Sachen mal rot leuchten würden, die ich noch nicht gesehen habe, aber nein. So, ist das jetzt auch wieder Amarun? Was bedeutet dieses Symbol? Es ist das Symbol der Tedet, die nach Osten über die blauen Berge. Okay, hat man jetzt also auch schon. So, bitte lass da drin jetzt das Schwert sein. Oh. Hier, Handschuhschwert. Oh. Mitschrift einer Konversation zwischen Meister Ezechiel Hildegard und einem Menschen. Wer bist du? Mein Name ist Hans Biskon. Warum zitterst du so? Ich fürchte mich, Herr. Du fürchtest dich? Ich verstehe nicht. Du kennst keine Angst, Herr? Nein, ich habe eure Sprache gemeistert, aber manche Konzepte bleiben mir fremd. Was ist Angst? Ein Gefühl, das alle anderen Gefühle zerstört. Sie kontrolliert Herz und Verstand. Wie meinst du das? Ich dachte, es wäre eine Art Schmerz. Ich habe in meinem Labor Versuche gemacht und herausgefunden, dass eine Mutter ihr Kind vergisst und nur noch daran denkt, wie sie dem Schmerz entkommen kann, wenn man sie den entsprechenden Stimuli aussetzt. Ist Angst also so etwas wie Schmerz? Nein, Schmerz beherrscht den Körper. Angst kommt aus dem Herzen. Oh ja, das ist sehr interessant. Ich glaube, ich muss im Labor dein Herz untersuchen. Was meinst du damit untersuchen? Na, untersuchen eben. Ich nehme es heraus und sehe es mir ganz genau an. Aber Herr, das würde mich töten. Ja, eure Sterblichkeit ist wirklich sehr lästig, aber ich habe eure Art nicht geschaffen und kann auch nichts für eure übermäßige Schwäche. Die Konversation erfolgte in männlicher Sprache und wurde auch so notiert. Es ist keine Übersetzung erforderlich. Tja, hätte er lieber nichts gesagt zu seinem Herz. Der arme... Mann. So, Freunde. Ah, das sind die Handschuhe. Das sind die Handschuhe, Freunde. Jetzt fehlt nur noch das Silberschwert. Auch bessere Rüstung. Halt nicht diese kritische Trefferbonus, aber wie gesagt, das ist erstmal egal. Boah, es sieht so geil aus, Geralt. I love you. Achso, wir haben die Sachen noch gar nicht gesockelt, ja, das können wir vielleicht auch mal machen. Die Sockel sind eh scheißegal bei der Rüstung, weil die eh nur Schrott verbessern, den ich nicht benutze. Ich würde halt, wie gesagt, der Stahlschwert ist ja auch ein Tick schlechter erst nehmen, wenn...
Wobei der kritische Trefferbonus 75% ist halt schon heftig viel, ne? Ja, aber ich würde ihn erst nehmen, wenn das andere dann da ist. So, das ist halt echt, das ist so sinnlos. Die Rüstung zu sockeln ist einfach so schwachsinnig. Ich verstehe auch nicht, warum es da, also, ich verstehe nicht, Spiel ist so geil, aber ich verstehe nicht, warum man nur diese Schrottsockel dort drin, also diese Schrottklüven da reinmachen kann. Die ganzen geilen, sind ja keine Klüven, sondern das sind Runen. Die ganzen geilen Effekte haben nur die Runen und man hat aber maximal 6 Sockel. Also man hat ja maximal 2 Schwerter mit jeweils 3 Sockeln und kann da maximal 6 Effekte reinhauen. So, bei der Rüstung hat man im besten Fall aber 12. 4 mal 3. Also das finde ich schon ein bisschen sehr kacke auf jeden Fall. Und bei denen, wo man so viele hat, bei der Rüstung hat man halt immer noch die blöden Schrotteffekte. Das ist echt nervig. Egal. Ich mache immer das gleiche rein, irgendwie, weil das ist mehr oder weniger das Einzige, was ich manchmal noch benutze. Aber im Großen und Ganzen ist es scheißegal, was ich reinmache, weil das macht absolut, also es macht so einen geringen Unterschied aus, dass es einfach nicht spürbar ist im Spiel. Aber es sieht einfach cooler aus mit irgendwelchen Klüfen drin, deswegen scheiß raus. Gut. Stahlschwert bitte noch. Ah, das sollte man ja jetzt hier unten auch noch finden, oder? Also das wäre Silberschwert. Wäre merkwürdig, wenn nicht. Ich hoffe mal nach einem Kampf oder sowas. Das sieht gerade nicht so aus, als ob wir das hier noch finden würden. Aber ich bin gerade einfach noch pessimistisch, sorry. Hübsch hier. Aber wozu all die Käfige? Du hast nur einen Vampir erwähnt. Tja, also meine Vorfahren waren nicht gerade humanitäre Überflieger. Sie befanden es als geeignete Strafe für Kahagma, Blut riechen, aber nicht erlangen zu können. Also hielten sie hier Menschen, die sie langsam zur Ader ließen. Kahagma wütete und tobte, während sie verbluteten. Sie haben sie wie Objekte behandelt. Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen oder die Sache leugnen. Ich kann beides nicht. Ich kann mich nur für meinesgleichen schämen. Nimm es nicht so schwer. Du hättest nichts daran ändern können. Machen wir uns an die Arbeit. Wirklich unangenehm. Na schön. Ich habe den Köder vorbereitet. Sei so gut und leg ihn aus. Am besten an den Tunneleingängen. Da breitet sich der Geruch schnell aus. Sollte der Typ nicht vielleicht vorher... Leg die Köder beim Tunneleingang aus, dann wittern die Monster sie schneller. Wenn ich daran denke, wie die Tunnel hier entstanden sind, ekelhaft. Aber nur natürlich. Ein Ort, an dem es so nach Tod stinkt, zieht Nekrophagen an. Ja, ich wollte gerade sagen, er sollte sie vielleicht erstmal einsperren, bevor wir jetzt hier anfangen, nicht, dass er dann doch über mich herfällt, weil... Wir hätten halt keine Chance gegen ihn. Das wissen wir ja mittlerweile. Was? Wieso ist es rot markiert? Muss ich das wegplatzen? Ja. Nummer 2. Alt. Ach, hier ist Nummer 3. Okay. 3 erledigt, 1 übrig. Meinst du, es funktioniert? Das hoffe ich doch. Der Fleischgestank ist so heftig, der muss bis Novigrad reichen. Er ist ja doch noch nicht eingesperrt, verdammt, was sollte das? Na komm. Hallo? Hallo? Lakaga Afu. Okay, bevor wir jetzt mit ihm reden, rennen wir ja nochmal ganz kurz durch den Raum, weil... Das verdammte Schwert muss ja doch irgendwo sein. Aber eigentlich waren wir ja überall. Na gut, bevor es jetzt weitergeht und ich davon ausgehe, dass wir jetzt erstmal eine fette Zwischensequenz haben und dann vielleicht noch einen fetten Kampf, würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. Und reden erstmal in der nächsten Folge mit Regis, dann haben wir nämlich wieder alle Zeit der Welt, uns dem hier zu widmen. Und, ach so, Moment, mal kurz, ich meine, das können wir dann nochmal in der Sonne machen, aber
Ich hab's ja schon mal gesagt, ich finde insgesamt die Rüstung oder auch die, ja, ich sag einfach mal Kleider-Artworks, die wir jetzt hier haben, oder sagen wir mal Outfit-Artworks, die wir haben, also das Design der Sachen, die Geralt anzieht, finde ich nicht so geil in Witcher 3. Die haben mir im Witcher 2 besser gefallen und bei Witcher 1 war die Grafik noch ziemlich schlecht, ich glaube. Das ist egal. Ja, die haben mir, glaube ich, bei Witcher 2 besser gefallen. Also, ja, das ist nicht so mein Geschmack. Ist halt geil gemacht, klar. Aber es ist nicht so mein Geschmack. Das ist jetzt für mich hier die beste Rüstung, die ich bisher an Geralt gesehen habe, an die ich mich erinnern kann, in Witcher 3. Und trotzdem muss ich sagen, es ist nicht das, was ich jetzt super cool finde. Es ist cool, aber ich finde es einfach halt... Es ist auch okay, aber ich finde einfach für Geralt ist es nicht so passend. Die Sachen, die Regis anhat, ist ja passend, aber das finde ich, ja, passt einfach nicht so gut zu Geralt. Jetzt auch nicht. Da bin ich nicht so zufrieden. Ah, es ist wieder mal meckern auf hohem Niveau. Scheißegal, bis zum nächsten Mal.